Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Long War 1. Ja, endlich steht Neufundland vor uns und ich frage mich, ob es da jetzt auch neue Gegner gibt, da ich Neufundland noch nie so spät im Jahr gemacht habe. Aber mal gucken, was dabei herauskommt. Unser Trupp ist auch bereit. Angeführt werden wir von Alex Miller. Dann haben wir zwei unserer Assaults dabei, einer davon ist Galib. Dann haben wir Xander Nightmare als Rocketeer, René Hilbert als Gunner, Violetta Krass-Zewa als Scout, Cat Weasel als Engineer, Arturglu ist der zweite Assault und dann haben wir noch Yonghi Han als Marauder. Und ich würde mal sagen, los geht's. Gucken wir mal. Strike 1. Prepare for landing. Wunderbar. Begin Assault. The drop site for this operation will be in Canada. Nun gut, danke Bradford. Was wir machen werden ist, ungesehen möchte ich da ehrlich nicht hingehen, so, also sämtliche Chrysalidenpots hier ausschalten, dann da hoch marschieren, dann auf den Motor draufspringen, das Event auslösen, das Event beenden. Dann geht der mal größte Trupp wieder zurück. Unser Läufer aktiviert das Signal und läuft hinterher. In der Zwischenzeit gibt der Trupp Deckung und das ist der Plan. Los geht's. Und Bradford redet schon wieder nicht mit mir. Naja, muss er auch nicht. Suchen wir erstmal Krystallinen. Oder die Zombies? Ja, du brauchst dich eigentlich nicht tarnen. New objective received. Ja, danke, Bradford. On my way. Dann gehen wir da mal alle rein. Moving. Headed there now. Na komm schon. Roger. So. Allmann da rein spaziert. Wir haben auch einige Battlescanner dabei. Das sollte uns die Suche etwas erleichtern. Aber eins nach dem anderen. Naja, Gesundheit. Und normalerweise gibt es hier auch einen anderen Pot, der aus Sinman und Seekern besteht, wenn mich nicht alles täuscht. Mal gucken, ob der da ist. Jetzt hab ich doch... Da haben wir die Sinman. Alles klar, alles beim Alten. You've got zombies near your position, Strike One. What? Which means the chrysalids aren't far behind. We need to find out where these things are coming from on the double. We have a new objective. Ist gut. Heading out. Clear to engage. Ja, das ist auch in Ordnung. Kommt her. Spielen wir. Sehr schön. Na dann ranspaziert. Und Feuer. Und Feuer. So, mein nächster Assault ist dran. Na komm, erledige den hier. Ist auf jeden Fall sicher. Ich vielleicht gerne noch ein bisschen Holo zielen, wenn ich ehrlich bin. Ja, enttarn dich ruhig. Sehr schön. Raketen werden hier noch nicht benötigt. Geh dahin.
Oh, du siehst den Dicken gar nicht. Ist aber schade. Aus nächster Nähe daneben geschossen. Du bist ja lustig. Naja, vielleicht werde ich den Flammenwerfer einsetzen müssen. Gut. Nur 77%. Aber es reicht. Go, Alex, go. Sehr schön. Dann. Catweasel. Und weg damit. Das war der erste Chrysalidenpot. Ach, du siehst von hier aus gar nichts. Ist ja noch besser. Na dann, Feuer frei. Wow, den hat Zauber zerteilt. Mal gucken, ob das so dicht drankommt. Ja, hier gibt es eine ganze Menge Bewegung. Und der dürfte eigentlich nicht so dicht drankommen. Vorausgesetzt, wir öffnen ihm nicht die Türen. Der geht den langen Weg. Das sollte in Ordnung sein. Ist es auch. Sehr schön. Gut. Der holt sich den Kill. Alex. Ja, aber dann können wir alle nachladen. Immer bereit bleiben. Das ist die Devise. Ja, ja, ist in Ordnung. Hört sich so an, als wären hier Tausende von denen. Nun denn, ziehen wir uns ein bisschen zusammen. Geh mal dahin. Und schmeiß deinen Battlescanner einfach mal hier hin. Eyes open. I'm no fisherman, but something about that shark just doesn't look right. Ja, würde ich auch behaupten. Wir sehen hier gar nichts. Catweasel, wo steckst du? Hier. Kannst du deinen Battlescanner in einem anderen Winkel schmeißen? Vielleicht hier runter? Der Face-Scanner läuft. Weit und breit nichts. Aber noch gibt es hier Gegner. Headed there now. Zombies direkt voraus. Ah, guck mal. Da ist ja einer dieser Pots. Und da ist der nächste. Wo sind die Sinman? Da sind sie. Nur einer? Na dann. Rücken wir ein paar Meter vor. Unsere Raketen müssen wir auch mal langsam loswerden.
Copy that, Commander. Geh mal dahin. So. Rakete steady. Und der Rest Feldposten. Schönes Ziel für Raketen. Die rennen auch wieder weg. Na, guck mal, kleiner Zombie. Und der dürfte erledigt sein. Ja, ist er. Sehr schön. Nun denn. Feuer. Ist in Ordnung. Und da hinten siehst du leider nichts. Alex? Du? Und der wäre auch weg. So kümmern wir uns erstmal um die Sin Man. Natürlich würde ich gerne die noch weiter im Auge behalten. Genau. Dann würde ich gerne die noch besser im Auge behalten können. Sehen wir mal genauer hin. Da stehen sie. Gut. Moving to position. Du gehst da auch mal mit. Moving. Die werden wir höchstwahrscheinlich mit einer Rakete angreifen müssen. Überhaupt eine Chance gegen die zu haben. Hat sich so angehört, als wären die hinter uns. Ist da ein Pot draußen verbuggt? Hat sich ein Pot dahin teleportiert? Weil hier waren ja vorhin noch zwei. Jetzt ist da nur noch einer. Ja, die sind wirklich außerhalb der Map. Das sieht doch schick aus. Dann Rakete raus. Naja, die sind beinahe erledigt. Nun denn, dann holen wir uns hier mal eine Flanke. Weg mit dir. Enemy unit eliminated. Aha. I'm on the move. Deine Granaten wirst du nicht so weit schmeißen können, oder doch? Nein. 20%, aber du hast ja Ranger. Mach mal 80 draus. Gut. Hostiles are losing ground. Ist doch schön. Das sind die hier. Gib mir mal den Motion Tracker. Irgendwo müssen die ja sein. Okay.
Na komm, Violetta, Abschuss. Und das war Nissan Man. Lock and load. Nun denn. Ja, die haben sich hinter uns teleportiert, würde ich behaupten. Das kann ein Problem werden. Das sollten wir uns als erstes mal in die Richtung ausrichten. Naja, oder halt so. Schaut's aus, Kurzstreckenrakete. Wie gesagt, ich muss die ja loswerden. Ja, das war so nicht geplant. Glückwunsch, und ich habe keine Medikits dabei, weil man die hier für gewöhnlich nicht braucht. Nun denn. Dann Feuer gegen dich. Gut, alle sind angehittet. René, Feuer. Duckt er sich eiskalt. Nochmal. Violetta. Du holst dir auch mal einen Kill. Dann war es dann noch der Zombie. 55%. Überrasch mich. Oh, sehr schön. Guter Schuss, Gatweasel. Guter Schuss. Das haben die davon, wenn die sich hinter uns beamen. Sicher, dass ich gar kein Medikit dabei habe? Wollte einfach nur meine Raketen loswerden. Na dann, gucken wir mal. Guter Treffer, Alex. Ja, damit wäre die Hälfte schon mal erledigt. Kommt ihr auch zum Spielen, oder? Na, auf jeden Fall sind die Pots beinahe weg. Noch eine Rakete? Nein, natürlich nicht. Yongyan, hier hin. Dann feuerst du mir erstmal auf den hier. Und verprügelst den anderen. Ja, ich könnte es auch nachladen. Aber verprügle den. Sehr schön. Xander, vielleicht ein Kill für dich. Nope. War ein guter Versuch. Habe ich noch Leute hier drüben? Nein. Naja, ihr würdet noch genug Kills haben, also erstmal alle, die sie gebrauchen können. Kitwiesel war lange außer Gefecht, also kriegt er noch einen Kill mehr. So, dann laden wir mal nach. Oh, kommt die jetzt auch? Oder muss ich denen hinterherlaufen? Auf jeden Fall noch Waffen, die nicht geladen sind. Nun denn. Puh,
Boot, 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 boot. What was that sound? Es fährt noch ein weiterer Botscher draußen. Na dann, Yongi Han, geh mal gucken. Nichts. Vorne stehen sie. Nun, alle Mann aufrücken. Eieieiei, wenn ich nur ein Medikit dabei hätte. Jetzt wird Sander nicht der geplante Läufer sein, sobald er seine Raketen los ist. Na, die werden noch ein paar Mal hin und her rennen. Ship didn't just run aground. It looks like it was overrun. I'd say that's the likely source of our chrysalid problem. I guess we should just be thankful it wasn't a cruise liner. Ja, ein Kreuzfahrtschiff wäre auch ganz lustig. Heading to that location. Heading to that location. Moving. Naja, immer weiter, Leute. Ja, Sander, du machst dich diesmal steady. Du musst ja noch ein paar Raketen loswerden. Na, guck mal. Der Gitter. Frag mich, was das für ein Gegner ist, der da noch hinter uns ist. Dass Alex verfehlt, gefällt mir auch nicht. Nun denn. Wie gesagt, ich habe eine Rakete für euch, Leute. Chrysaliden nutzen keine Deckung, von daher sollte es schon relativ schick aussehen. Weil sie so ziemlich alles treffen. Ja. Da ich die Leichen haben möchte. Ah, guck mal, da ist ein Zombie. Alles klar. Na komm, du hast die meisten Hitpoints, weg mit dir. Hostile removed from play. Mhm. %92 gut. Weißt du was, meine Assaults kümmern sich um den Burschen da. Okay. Genau. Das ist die große Frage, gibt es hier noch Gegner? Hm, René will bestimmt auch noch einen Kill. Aber er sieht nichts. Alex, machst du. Jetzt ist die Frage, war es das jetzt? Let's rock. Locked and loaded. Fertig und bereit. It's killing time. Na, da ist noch ein Zombie. Dann beeil dich mal. Versteck dich nicht. Du siehst ihn nicht. Du dafür schon. Nur 46%. Ist ein bisschen wenig. Ach René, du siehst da nicht gar nichts. Ja, hier kann er nicht hoch.
Könnte hier hochklettern. Ready to engage. Come get some. Probier's einfach mal. Sauber. Schaffst das nochmal? Gut. He's dead. Running dry on ammo. Ready to engage hostile targets. Hitting there now. Nun denn, gucken, ob es hier noch weitere Pots gibt. Ich kümmere mich drum. Got a cover. Roger that. Scanning. Anscheinend nicht. Na dann. Aye, aye, Commander. Zurück zum Originalplan. Okay. Let's rock. Alle sind durchgeladen, wie es aussieht. I'm rolling. I'm on it, Commander. Getting it done. Wunderbar. Catweasel, du bleibst da hinten nicht alleine stehen. Du bleibst schön beim Trupp. Gut, alle Pots sind erledigt. So. Time to motor. Solid copy, Commander. Mhm. You bloody Ripper. Wer ist ein Bloody Ripper? Orders confirmed. On the move. Moving out. Moving to Overwatch. So, weiter geht's. Okay. On the move. Alles schön brav mitkommen. Headed there now. On my way. Solid copy. Okay. Okay. So. Wie komme ich da näher ran, ohne da reinzugucken? Auf jeden Fall müssen alle anderen erstmal näher ran. Say we found the source of our infestation. Oh nein. But this is worse than we could have imagined. If the chrysalids are using that whale as some sort of hive, who knows how many offspring they could produce. Ja, ich glaube, ich hab's versaut. Strike one. Our sensor readings are picking up a whole lot of activity from inside the hold of that ship. I think you're about to have a lot of company headed your way. Ist in Ordnung. Hand is going to be enough for this one. What we need is an airstrike. If you can reactivate that ship's transponder, we can have air support pinpoint your location and take the whole thing out. Objectives updated. Nun denn. Scanning. Wenn's weiter nichts ist. We'll go. Roger that. Scanning. I'm on the move. Double time. Time to motor. Ja, René, du kannst von mir aus in die erste Reihe vor. Pulling us. Unterwegs. Sehr gut. Und da platzen sie gleich raus. Hätte treffen können. Aber es ist nur einer. Von daher. So. Jetzt alle Mann auf den Motor. Wenn wir den Motor vorne dicht machen, dann können die uns nicht gefährlich werden. So, der nächste bitte.
Ja, hier sind wir sicher, da kann man nicht draufsteigen, also geht René hier hin. Catweasel geht dahin. Xander geht hier hin. Alex dahin. Der Raya hier hin. Dann hab ich halt noch meinen Scout. Gehst da auch mal mit runter. Oh, super, ich habe dir alle Plätze blockiert. Ja, dann müsstest du wohl den langen Weg gehen. Sehr schön. Nun denn. Machen wir mal die Raketen steady. Feldposten. Kannst du bitte unten bleiben? Der Kamera. Jetzt werden wir abwarten, bis hier alle erledigt sind. Und eventuell die eine oder andere Rakete abschießen. Moment, haben wir das Event damit beendet? Das wäre ja auch lustig. Das hat ja bestimmt ja auch noch niemand versucht, oder? Den Wal rauszusprengen. Die Eierstöcke oder was auch immer, wie man das nennt. 23% ist zu wenig. Du siehst nicht. Hm. Weißt du was, Galib? Probier's. Nein. Dann kommt mal rangerannt. Nee, hat nichts gebracht. Hätte mich auch gewundert. So, und der nächste ist erledigt. Mhm. Rück mal näher ran. Wollen wir dem hier noch eine Rakete spendieren, weil ich weiß nicht, wofür wir die noch brauchen sollten. Gut. Zumindest verlangsamt es ihn. Ja, der wäre Schnee von gestern. Roger, I got my eyes on. Affirmative. Covering now. Watching and waiting. Hey, Boston, verstanden? Oh, yeah. Come get some. Scanning. I've healed, Commander. Und die nächsten, bitte. Guter Schuss, Hahn. Target neutralized. Got it covered. Affirmative. Watching covering now. And waiting. Rock and roll. Overwatch confirmed. Du hast ja einen sehr schlechten Moment ausgesucht. Ich glaube, das tat weh. So, dann einmal Holo. Weißt du was, René? Mach selbst. Ready to engage. Bereit zum Angriff. I'm watching. I'm on it. Comfort zone. On Overwatch. Locked and loaded. Nun gut. Roger that. Allzu viele können da nicht mehr drin sein. Oh,
Shot failed to connect. Mhm. 37%. Kann man probieren. Gut. Ah, Alex wird bereits auch befördert. Den Kill gönne ich ihm trotzdem. Wobei, er ist ja schon Master Sergeant mit dieser Beförderung. Braucht ja keine Kills mehr. Nun denn, kommt raus. Moment, einer ist doch noch da, oder? Hier ist keiner. Wird doch wohl nicht schon vorbei sein. Sweeping. Ah, da hinten steht er. Alles klar. Na dann. Schade. Das wäre ein guter Treffer geworden. So, die nächsten bitte. Naja, Alex wird getroffen, René nicht. Sander. Ich glaube, der geht auf die Kappe von Alex. Und nochmal ein Freiwilliger. Wunderbar. Hm, René, komm, vielleicht schaffen wir bei dir auch noch ein Level up. Wobei, du brauchst noch ganz viel XP. Feuer. Nicht schlecht. Hm, du siehst ihn nicht. Ist aber auch in Ordnung. Der wird nun immer dicht genug rankommen. Jetzt hätte ich etwas Spaß damit, meinen Overwatches umgehen. Let's do this. It's killing time. Overwatch, aye, aye. All first posten, I'm ready. On Overwatch. Rearming weapons. Roger that. Scanning. Passt das schon? Watching and waiting. On Overwatch. Good to go. Roger. Ja, das war's. So. Sander, bist du trotz deiner Wunde der Schnellste hier? Sieht fast danach aus. Na gut, Sander, du bist der Renner für uns. Solid copy, Commander. Und der Rest rückt ab. Let's do this. Double time. Let's do this. Go, go, go. Heading to that location. On the move. So, hier hin. Location confirmed. Gut. Dann, Leute, Abmarsch. Ihr werdet mir mal diesen Thunfisch hier hüten. Move order confirmed. Let's do this. Yes, Commander. Roll it out. Haul an ass. So. Im Einmarsch.
Und Xander geht schon mal in die Richtung. Let's do this. Gleich haben wir es geschafft. Heading there now. Genau. Du brauchst dich nicht mehr tarnen. Roger, I've got my eyes on. I'm on it, Commander. Genau, du gehst erstmal hier hin. Scanning. Ja, René, ich würde mal sagen, dass du ein bisschen langsamer bist. Rennst du schon mal vor? Stepping off. Im Laufschritt. Alex, du bist auch ein bisschen lahm unterwegs. Running. Stell dich erstmal dahin. Nun denn, hier hinten. Overwatch, aye aye. On the move. Got it covered. Von mir aus. The ship's transponder is active and transmitting. You need to get moving, Strike One. Yep. That whole place is going up in a matter of minutes, and anyone left behind is as good as dead. Objective updated. Wir sind schon auf dem Weg. Order confirmed. Moving out. Ah, guck mal, der platzt gleich. Moving. On the move. That's affirmative. Genau, du gehst hier hin. Overwatch. On Overwatch. I feel, Commander. Overwatch. Roger. Und da ist er ja. Kuckuck. Ach was. Hier hat doch keiner was verfehlt. Und schon ist Xander bei der Truppe. Genau, ihr beiden sichert hier ab. Wir marschieren schon mal schön langsam mit Blue Moves. Xander holt das schon wieder ein. Verstanden, Commander. Heading to that location. I'm on it, Commander. Feldposten, Feldposten. Und da kommt die Verstärkung. Xander? Abmarsch. Roger, tracking. Overwatching. Hier gibt's ja noch andere Haie. Und Thunfische. That's affirmative. Und da wird nichts mehr anbrennen. On Overwatch. On my way. Heading to that location. Bin unterwegs. Nun denn. Ja komm, der Raya. Bissi Gas. Bist ja auch nicht die schnellste. Und noch mehr von denen. Schade, dass wir wirklich keine Zeit haben, um auf die zu warten. Nun gut, in 2 bis 3 Runden sind wir draußen. Ach ja, den Hai haben wir ja zerschossen. Wir bleiben trotzdem vorsichtig. Affirmative, Commander.
Okay. Vielleicht können wir ja noch ein, zwei Kills machen. Wer weiß das schon? Ich mach mich los. Ja, Xander, du gehst weiter. Bist immerhin der Läufer. Guck mal, sie haben die Verfolgung aufgenommen. Und noch einer weg. Gut. Targeting malfunction. Position confirmed. Fender hier. Ja, eigentlich könnten wir es rausschaffen. Nee, eigentlich nicht. Heading there now. Position confirmed. Eine Runde noch. I'm on it, Commander. Okay. Geh mal dahin. Got it covered. On the way. Overwatch. Overwatch. Und noch mehr von denen. Strike one. That airstrike is closing in your position. Ja, Bradford. Ist ja in Ordnung. Yes, Commander. On the move. Position confirmed. 10-4. Mhm. Location confirmed. So, fehlt nur noch Halima. Und rein mit dir. 10-4. Ja, leicht verdientes Geld. Eine der leichtesten Ratsmissionen, die es gibt, wenn man darauf vorbereitet ist. Mit dem Geld können wir auch wieder arbeiten, ist doch schön. Excellent work all around. Another impressive effort from our troops. Danke, Doc. Und keine Verletzten. Wäre lustig, wenn Xander verletzt wäre wegen seiner eigenen Rakete. So, und dann würde ich mal sagen, Packmaster für Catweasel. Mehr Axe-Rush-Charges und mehr Explosivgranaten und mehr anderes Zeugs, was benötigt wird. Und Alex bekommt Vitalpoint-Targeting. Ich hoffe mal, es passiert was mit seiner Treffsicherheit. An sich müsste ich ja auf Extra Condition gehen, um es zu garantieren, aber... Wow, 74. Nicht schlecht für einen Master Sergeant. Na gut, du wirst bald Field Commander, dann kannst du dich selbst nochmal um 8 hochpushen. Das passt dann schon. Dann weiter. Oder Marius wird Field Commander. Wer weiß das schon. 225 Credits verdient. We will be in touch, Commander. Danke. Also wir haben 3 Satelliten im Auftrag. Vielleicht soll ich noch einen 4. beauftragen. Oder wir bauen hier endlich mal den Thermogenerator. Mhm. Damit wir das hier alles upgraden können, sobald wir die Ressourcen haben. Das kostet mich nochmal ein Illyrium. 60 Alloys. Naja. Was soll's. Weiter. Und Wisniewska hat schon wieder versagt. Noch andere Kandidaten mittlerweile. Sophie steht kurz vom Level ab. Hat auch nicht so viel Willenskraft.
Constantia, wo steckst du? Wisniewska. Ach da. Lernen jetzt bitte einmal Mindfray. Danke. Sonst noch irgendwelche Freiwilligen? Bei den restlichen Freiwilligen fehlen noch die Einsätze beziehungsweise eine ganze Menge Willenskraft. Lea, wie schaut's denn aus? Hast du Lust auf Mindfray? So. Und Elina Tumin hat auch versagt. Probier's nochmal. Schon wieder einer, der meine Satelliten killen will. Bei über Mexiko habe ich doch gar keine Satelliten mehr. Ich will trotzdem eine Crash-Site. Engaging Bogey. Go, go, go. Nearing strike range. They're all over us! Enjoy here. Ei. Contact detected. Lieutenant Rooster? Das ist deine Chance. Das Teil wird nicht entkommen. We're in pursuit. Ach ja, ich habe keine Aim-Module. Approaching target now. Ja, ich habe doch geklickt. Ja. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Da sind die zwei neu gekauften Abfangjäger gleich wieder weg. Keine Corporals. Commander, our fighter is down. Ja. We've lost contact. Danke, Bradford. Oh, was Großes im Landeanflug auf Deutschland. Was noch Größeres im Anflug auf Deutschland. Commander, our failure to respond to the latest UFO contact is sure to displease the Council. One of our top priorities is to maintain satellite coverage. Ja, Bradford. Member nations. One or more small structures. Eine Siedlung. Ja gut, meine Freunde, dann kümmern wir uns um die Terrormission beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.